Hallo, du bumsbares Busenwunder. Wie lebt es sich damit, dass man die eigenen Schuhe nur noch dann sieht, wenn man sie ausgezogen hat? Hallo Michaela Schäfer, willkommen bei Ich hätte da mal eine Frage, dem Interviewformat mit Fragen von waschechten Hältern. Sperr schon mal die angelegten Lauscher auf, jetzt wird's ekliger als Filmabende bei grappelnden Hollywood-Produzenten. War es schon immer dein Kindheitstraum, dir mit Anfang 30 ein falsches Sixpack zu gönnen? Also ich liebe Sixpack über alles, ja, ich liebe durchtrainierte Körper und da ich ja sehr, sehr, sehr viel arbeite und ich nicht jeden Tag Zeit habe, ins Fitnessstudio zu gehen und zudem auch noch Döner mag und Burger, habe ich mir das einfach mal gegönnt, mir ein Sixpack zu kaufen. Ja, und ich finde es überhaupt nicht schlimm und kann es nur jedem empfehlen. Kennst du Deutschlands natürlichste YouTuberin Katja Krasavice und siehst du sie als ernsthafte Konkurrenz? Also Katja Krasavice oder Krasavice finde ich super. Ich habe sie auch schon mal getroffen und ich könnte mir auch vorstellen, mal was mit ihr zusammen zu machen, wie auch immer. Ernsthafte Konkurrenz glaube ich nicht, weil ich lege auf und sie macht Social Media und sie zieht sich ja auch nicht aus. Ne? Sie zeigt ja nicht ihre Möpse, obwohl ich schon gerne mal ihre Möpse sehen würde, weil ich glaube, die sehen ziemlich geil aus. Nimmst du rollige Rollkragenpullover verweigern eigentlich auch Geld dafür, dass du dich mal nicht ausziehst? Ich zahle gern. Also bis jetzt zahlen die Leute halt, damit ich mich ausziehe. Das ist ja auch mein Beruf. Ja, ich bin ja Nacktmodel. Das heißt also, ich bin Model und zu 99% nackt. Lauf von mir aus nackig durch den Kölner Dom und knutsch mit Hans Meiser. Aber wie peinlich ist es dir, Videos mit Aaron Troschke zu drehen? Ich liebe Aaron Troschke. Wäre ich Single, würde ich ihn daten und ich würde ihn auch ins Bett bekommen, definitiv. Aber mich würde schon interessieren, wie er im Bett ist. Ich kann ihn nicht einschätzen. Ne, oft kann ich ja Männer schon einschätzen, wie sie im Bett sind. Bei Aaron überhaupt nicht, weil der wirkt noch so wie 20, aber ich ist, glaube ich, im Bett wie ein 35-Jähriger. Guten Abend, Michaela. Was ist größer, der Luftanteil in deinem Kopf oder der Silikonanteil in deinen Brüsten? Ja, ist ja ganz klar, natürlich der Silikonanteil. Ja? Also ich, das ist natürlich richtig viel drin. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Ich war in Chemie und Physik wirklich sehr schlecht. Ich habe eine 6 auf dem Zeugnis gehabt, wirklich eine 6. Ich habe nichts verstanden. Und ich glaube, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn man überall ein bisschen Luft hat. Luft ist doch was Wunderschönes. Also ist mir eigentlich scheißegal. Hallo, du bumsbares Busenwunder. Wie lebt es sich damit, dass man die eigenen Schuhe nur noch dann sieht, wenn man sie ausgezogen hat? Ach so, weil ich so große Brüste habe? Ich habe überhaupt keine großen Brüste. Also das ist ja der größte Blödsinn, den ich jemals gehört habe. Ich kriege in jedem Wäschegeschäft, bekomme ich noch BHs. Frag mal Sophia Wollersheim, Gina Lisa, Dolly Buster, die haben große Dinge, aber doch nicht ich. Ey, das ist eine, was ist denn das, eine 75D? Guckt euch die doch mal an. Was ist denn daran groß? Das ist eine Handvoll. Puh, lächerlich. Nenne deine drei schlechtesten Eigenschaften, du hochgewachsene Hohlfrucht. Oh Mann, die ganze Beschimpfung muss ich mir merken, denn wenn ich mich irgendwann trenne von meinem Freund, das ist ja voll lustig, so den dann zu beschimpfen. Hochgewachsene Hohlfrucht. Die drei schlechtesten Eigenschaften, ich kontrolliere, ich bin leider ein Kontrollfreak, ich kontrolliere jeden Menschen in meinem Umkreis, das ist sehr, sehr schlimm. Ich bin krankhaft eifersüchtig, also wirklich Psycho, bin wirklich eine Psychopathin, das gebe ich auch offen zu, müsste ich auch in Therapie gehen. Und die dritte Eigenschaft, ich bin arbeitssüchtig, ich gönne mir nie etwas, kein Urlaub, keine Geburtstage, gar nichts. Ich bin ein ganz, ganz schlimmer Workaholic und werde definitiv auch auf der Bühne sterben. Also mit 80. Für welchen fatalen Fehltritt schämst du dich mehr? Deine Auftritte im Dschungelcamp oder die in diversen Dorfdiskos? Ich schäme mich für gar keine Auftritte, ja, denn immerhin wolltet ihr mich ja im Dschungelcamp sehr, sehr lange sehen. Ja, irgendjemand muss ja angerufen haben, dass ich so weit gekommen bin. Und ich bin seit 7 Jahren jedes Wochenende in sogenannten Dorfdiskos gebucht. Und ich zwinge ja keinen, mich zu buchen. Ja, das passiert freiwillig. Und die ganzen Diskos sind immer voll und die Autogrammstunde geht immer eine Stunde. Wie fühlt es sich an, das gierige Sexobjekt für schwitzende Männer Mitte 50 zu sein? Total geil. Ja. Also ich stehe ja eh auf ältere Männer. Ne? Ich stehe ja so ab 60 geht es bei mir los.
Klar schwitzt man dann auch, ne? Wenn man halt vielleicht, man weiß nicht, eine geile Frau sieht oder so. Ich schwitze auch, wenn ich einen geilen Schuh sehe oder eine Handtasche, bei Männern jetzt nicht so. Hallo Michaela, ich bin Udo, 48 Jahre jung, stolzer Vater von 6 Söhnen und habe folgende Frage für dich. Meine nimmer satte Nacktschnecke, wann drehst du endlich einen Porno? Die Frage musste ja kommen. Die Frage bekomme ich wirklich seit 10 Jahren gestellt. Ich kann für nichts in meinem ganzen Leben garantieren, ja, also ich halte mir alles offen, vielleicht, ich werde vielleicht mal lesbisch, bisexuell, eine dritte Brust oder werde 10-fach Mutter, ich habe keine Ahnung, aber ich werde niemals in meinem ganzen Leben einen Porno drehen und das kann ich wirklich ganz, ganz sicher sagen, weil ich mache nur Sachen, die mir richtig doll Spaß machen. Und ein Porno drehen würde mir keinen Spaß machen, es sei denn vielleicht, wenn ich mit den Drehpartner aussuchen könnte. Aber ich glaube nicht, dass irgendwie George Clooney oder so ein Porno dreht. Also das kann ich wirklich ausschließen. Vielleicht mal ein Lesbenporno, da habe ich ja schon ein paar gedreht, so einen kleinen Lesbenclip. Aber das Innenleben meiner Vagina werden nur 2 Männer sehen. Und das ist mein Frauenarzt und natürlich mein jetziger Freund. Ja, und die dann noch danach kommen. Aber da kann ich jetzt ja noch nicht sagen, wie viel da noch kommen. Wie viel afrikanische Kinder hätte man von dem Geld, welches du sinnlos in deinen Körper investiert hast, vor dem sicheren Hungertod retten können? Also nur mal zur Info, ich habe 0 Euro bezahlt für diese ganzen Schönheits-OPs. Ja, ich habe kein Geld davon, von meinem Geld investiert. Die wurden mir alle gesponsert, die Schönheits-OPs. Ich bin ja eine lebende Werbetafel für Schönheitschirurgen. Also die Schönheitschirurgen reißen sich regelrecht darum, mich operieren zu dürfen. Ich bekomme im Monat circa 2 Anfragen von Chirurgen, die mich fragen, hast du mal wieder irgendwas zu operieren? Dann schreibe ich, du, ganz lieben Dank, aber an mir ist alles operiert. Ich wendet euch bitte an Gina Lisa oder Sophia Wollersheim, die bräuchten mal einen guten Chirurgen, ne? Also von daher, ich bin total glücklich und will auch erstmal nichts mehr an meinem Körper groß verändern. Kann es sein, dass dein Lachen das Einzige ist, was noch künstlicher ist als deine Figur? Ja, das sind ja so Schwachsinns-Hater-Kommentare. Was soll ich jetzt darauf? Das ist ja keine richtige Frage. Ne? Also künstlich ist an mir natürlich schon einiges, ne? Aber das, ihr seid doch immer diejenigen, die sagt, es kommt auf die inneren Werte an. Und da ist alles noch echt. Was machst du, wenn dein Körper in nicht allzu ferner Zukunft aussieht wie eine verschrumpelte Mandarine? Also mein Körper wird niemals so aussehen wie eine verschrumpelte Mandarine, weil ich Sport treibe, mich eincreme und immer auf meinen Körper achte. Aber ich habe ja zum Glück auch noch ein Gehirn und einen Mund und ich kann reden und ich habe ganz viele kreative Ideen. Und ich verdiene mein Geld ja nicht nur mit meinem Körper, ja, sondern ich verdiene mein Geld ja mit meiner ganzen Attitude, mit meinem ganzen Wesen. Deshalb werde ich ja auch gebucht und ich habe noch ganz viele Pläne, zum Beispiel eine eigene TV-Show zu produzieren, ja, nicht nur Marionette zu sein, zu produzieren, ein Buch herauszubringen, was ich wirklich selber schreiben möchte und noch ganz viele andere Sachen. Und eins kann ich euch sagen, wenn ich wirklich so dumm wäre, wie ihr immer alle behauptet, dann wäre ich nicht so weit gekommen. Luki, der süße Kameramann mit der Brille hat dir während des Interviews ausschließlich in die Augen geschaut. Das verspreche ich dir. Er ist allerdings schon eine ganze Weile Single. Hast du einen guten Tipp für ihn? Luki liebt laue Sommernächte und eiskalten Weißwein mit der Dame seiner Träume. Oh Mann, das ist ja super romantisch. Ich bin ja auch so ein Romantikfreak. Ja, wäre ich Single, würde ich mich ja mit Luki treffen. Oder wäre ich untreu? Ich war ja früher immer untreu. Ja, ich bin ja jetzt erst seit 2 Jahren treu, von daher geht es jetzt nicht mehr. Aber die Liebe kommt einfach, das ist einfach so. Ja? Man muss nicht auf sie warten, sie kommt einfach, so war das bei mir auch immer. Vielen Dank für das Interview und jetzt verpiss dich.